Zürichsee aufgekommen. Radio Zürichsee. Heute haben wir einen ganz speziellen Ort, wo wir uns ein Wunschkonzert ausgesucht haben. Zwar hat es da ganz viel Literatur rechts und links von uns. Und vor mir ist Simone Hotz. Sie strahlt richtig, sie ist Leiterin der Stadtbibliothek hier in Rapperswil. Jona, heute und morgen ist hier die Eröffnung. Das heisst, ihr könnt vorbeikommen, abends von morgen um 10 Uhr bis zu Abend um 5. Simon, jetzt für Sertig, die vielleicht noch nie hier in der alten Fabrik waren, so wie ich beispielsweise. Was hat sich verändert hier in der Stadtbibliothek? Also die Stadtbibliothek ist neu in die alte Fabrik gezogen. Die alte Fabrik hat es ja vorher schon gegeben als Kulturzentrum. Wir sind jetzt als Stadtbibliothek Mieter da drinnen und können mitgestalten. Wir belegen den ersten Stock auf 1000 Quadratmeter. Das heisst, die Entwicklung, die wir jetzt gemacht haben, ist ein Quantensprung. Jona und Rappi haben je rund 500 Quadratmeter zur Verfügung gehabt. Jetzt haben wir die beiden Bestände und die beiden Teams zusammengelegt und heute starten wir in der neuen Zusammenarbeit und öffnen Türen für all die Leute, die gerne nicht nur Literatur lesen, sondern auch gerne DVD ausleihen, Comics lesen und so weiter. Also das Angebot ist nicht nur in Print, sondern auch digital. Über die Biost kann man sich einloggen als Benutzer von der neuen Stadtbibliothek. Und das Schöne ist ja allerdings auch, wenn man da jetzt ist und wenn man da hört, dass jetzt zwei Firmen, kann man jetzt quasi sagen, oder zwei Räume zusammengelegt worden sind, dann reden wir da von einem ganzen Haufen Papier. Wie viel Papier ist da effektiv zusammengekommen und in die Zügelkisten verpackt worden? Also wir haben rund 40'000 Medien jetzt zur Verfügung, respektive der Kunde, der Leser, der Benutzer. Und ausgeliehen ist meistens immer ein Drittel, also zwei Drittel ist da und ein Drittel ist unterwegs bei den Leuten. Wir mussten das zügeln von Jona Rappi hier hin. Und wir haben 600 Schachteln gepackt. Das ist sehr viel und es ist in einem Tag, in einem Rutsch dann da übergezügelt worden und es hat Spass gemacht. Und jetzt, ja, man sieht eigentlich nichts mehr von dem Bau, von dieser Bauphase, von dieser Zügelarbeit. Jetzt haben wir vor allem Kunden und Menschen hier im Haus und das macht richtig Spass. Was ich auch noch gesehen, was mir extrem gut gefällt, ist, es hat auch noch eine Kinderecke, respektive Kinder können sich auch noch zurückziehen in eine kleine Kinderburg und haben dort dann auch noch Küsse, wo sie dann noch Comics und alles können anschauen können. Schön ist auch, dass dann auch alles quasi genau so gebaut worden ist, dass die Kleinen nachher kommen. Was ist so die Idee da dran? Die Idee ist natürlich, die Kinder zu infizieren, damit sie mit der Bibliothek aufwachsen und das Lesen in dem Sinn nicht nur mit der Schule verbunden ist, sondern Lesen fängt schon ganz früh an. Das heisst, Mamis, Papis erzählen Geschichten und die Kinder hören sehr, sehr gerne zu. Das ist auch das, was wir in Zukunft werden pflegen und auch werden vermitteln. Und das heisst, der Raum Kinderbibliothek, der heisst auch entsprechend Spielen und Erzählen. Also es geht nicht darum, dass man nur Buchstaben lernt und liest, so wie man es in der Schule lernt, sondern es geht darum, dass es spielerisch erfahren werden kann. Und wie zufrieden bist du jetzt so, nach der ganzen Bütze und dem Schweiss und allem, jetzt stehst du da? Sehr, sehr zufrieden. Da neben mir steht Mario Göldi, ständig mein Begleiter, entweder mit Kamera oder sonst mit den Geisseln. Sehr zufrieden. Wir haben eine super Zusammenarbeit gehabt. Also nicht nur Mario und ich, sondern die ganze Stadtverwaltung hat da eine riesen Leistung vollbracht. Und überhaupt, dass sich die Stadt entschieden hat, so ein Projekt zu befürworten. Grosses Kompliment zurück an die Stadt, dass das möglich gewesen ist. Also es gibt jenste Städte, die sich das wünschen. Gelder nicht sprechen. Das ist nicht selbstverständlich, dass man diesen Einsatz leistet. Aber ich glaube, das Resultat spricht für sich. Darf sich zeigen lassen. Das tun wir jetzt auch noch musikalisch noch unterstützen natürlich. Ja. Pegasus haben wir parat gelegt. Wieler Band mit Digital Kids. An wer sind deine Grüße? Ja, an alle Menschen in Jona und Rapperswil. Ich selber bin da neu daheim. Bin sehr gern da. Der See vor der Nase, Berge vor der Nase und die Bibliothek plus ein Zirkus plus, was hat man da alles? Es ist wunderbar. Das Radio, genau. Ein eigenes Radio. Ja. Viel mehr braucht es gar nicht. Ich glaube auch nicht. Super. Ja. Simon Hotz, Leiterin von der Stadtbibliothek hier zu Rapperswil. Jona, kommen wir vorbei. Wunschkonzert bis heute Nachmittag um 3. Wir freuen uns drauf. Zürichsee. Radio Zürichsee. Einfach schöne Musik. Ganz einen schönen Ort haben wir heute uns ausgesucht, einen richtig hellen Ort, und zwar hier in der alten Fabrik.
Das Rapperswil. Und neben mir ist ganz etwas Besonderes, ganz charmante Dame, Christa Gebert, Stiftungsratspräsidentin. Guten Nachmittag. Ja, hallo. Freut mich, dass du da bist. Gleichfalls. Jetzt, früher ist ja da etwas ganz, ganz anders gewesen. Heute ist es da recht modern. Liebe Christa, was ist da früher genau gewesen? Also es ist ja so, das ist ja eigentlich ein Industriebau erster Güte, kann man das so sagen, ein Kulturdenkmal. Da innen sind Holzspülkästen produziert worden, die verbläht worden sind. Es ist eigentlich das Stammhaus von der Firma Geberit, die ja heute international tätig ist. Und gebaut worden ist es im Jahr 1918, das ist vielleicht für die Historiker interessant, mit im Ersten Weltkrieg. Und jetzt, wenn man das so ein bisschen vergleicht von heute, oder respektive von früher zu heute, hat sich jetzt recht viel auch gemacht. Was bedeutet das so ein bisschen für die Stadt Rapperswil? Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Gebäude, auch für die Stadt Rapperswil. Und ich habe auch das Gefühl, jetzt mit der neuen Bibliothek, das wird ganz ein wunderbarer Ort sein. Also da werden sicher die Leute gerne herkommen, werden sich ein Buch ausleihen. Ja, wenn du mir erlaubst, würde ich auch noch gerne ein bisschen etwas über die Geberit-Stiftung für Kultur sagen, die ja seit 1990 existiert. Das ist eine Idee von meinem Mann Jörg, der einfach wollte, dass aus dem leerstehenden Fabrikgebäude wieder etwas ganz Gefreutes wird. Und über lange, lange Jahre haben sich da viel getroffen und es hat Ausstellungen gegeben, es hat Theater gegeben, es ist Musik gespielt worden. Es war ziemlich eine intensive und eine schöne Zeit gewesen. Jetzt aber bricht eine neue Ära an, das kann man schon sagen, und es ist wahnsinnig etwas Tolles. Heute und morgen ist eine Eröffnung da, das heisst Tag von der offenen Tür. Man kann vom 10 bis zum 5 kann man da vorbeikommen, schauen, kann das neue Holz auch schmücken. Also wenn ich persönlich da durch die Räume durchlaufe, dann schmeckt man, es ist neu gemacht, aber gleich merkt man auch so ein bisschen den alten Groove, der da innen immer noch drin ist. Es hat einen Teil für die Erwachsenen natürlich, mit Reisen, mit Literatur, wo man sich ein bisschen vertun kann. Es hat aber auch einen schönen Kinderecke. Christa, bist du auch schon da so ein bisschen durch die Räume? Und falls ja, was hat dir besonders gut gefallen? Also, ich muss schon sagen, am besten gefällt mir natürlich der Kletterecke für die Kinder. Also, wenn ich jetzt selber noch als Kind wäre, würde ich dort ein bisschen rumklettern. Aber nein, es ist wirklich ganz, ganz toll. Und ein Kompliment an Raumfindung, an Beat Losli. Toll gemacht. Und ich meine, alle haben wirklich an einem Strick gezogen und haben einfach gewollt, dass jetzt das wirklich kommt. Und ich glaube, wir haben das nicht so schlecht gemacht, würde ich jetzt sagen. Und ohne euch wäre das wirklich auch nicht machbar gewesen, wie uns auch vorhin die Leiterin Simon Hotz auch noch gesagt hat. Christa Gebert, du hast auch noch einen Wunsch parat. Und zwar haben wir Eric Clapton. Ist ganz mit einer besonderen Widmung. Für wer ist der Song? Der Song widmet mich meinem Mann Jörg Gebert, der leider 1990 sehr, sehr früh gestorben ist. Und der hat mich über ganz lange, lange Zeiten begleitet. Besten Dank. Tears in Heaven. Radio Zürich. Zürichsee, Vuko. Die Sonne scheint für uns hier in Rapperswil bei etwa rund 20 Grad und auch hier drinnen in der Stadtbibliothek in der Alten Fabrik. Wir haben Wunschkonzerte bis heute Nachmittag um 3 Uhr. Neben mir der Stadtweibel von Rapperswil, der Markus Felder. Hoi Markus. Hoi miteinander. Wie zufrieden bist du mit dem Ergebnis hier von der Stadtbibliothek? Also sehr gut, ich habe nur Positives gehört und es ist ja so freundlich und hell heute und wir haben nur so viele aufgestellte Leute, es ist der Hammer. Wir hatten die Möglichkeit, dass wir hier noch ein Käferli nehmen und etwas habern dazu. Da hat es nämlich noch ein Bistro unten rein. Welche Ecke hast du schon gesehen und gefällt dir besonders gut? Also mir gefällt vor allem dort, wo man Prosecco trinken kann. Es hat eine Stehbar nämlich. Und das ist wunderbar. So etwas wie die Hause, hast du das auch? So irgendwie eine kleine Bar-Ecke? Hat doch Mann noch viel, nicht? Ja, schon, aber das ist auf dem Balkon. In der Lounge. Auch schön. Jetzt haben wir für dich hier noch Musik parat, und zwar Beatrice Segli, Mein Herz. An wer gehen deine Grüße? Also gerade einmal an meinen Schatz, Sursi. Und ich würde jetzt mal sagen, die halbe Stadt, die ich kenne, ich wünsche euch einfach ein ganz schönes Wochenende. Und kommt doch noch heute und morgen in die Stadtbibliothek, sie ist der Hammer. Zürichsee, Buko. Radio Zürichsee.
Wir sind in der alten Fabrik hier zu Rapperswil bei der neuen Eröffnung von der Stadtbibliothek. Heute der Tag von der offenen Tür und morgen ebenfalls nochmal vom 10 Uhr am Morgen abends bis zum Abend um 5 Uhr. Wir haben die Möglichkeit, dass wir unten noch einen Kaffee trinken oder auch noch ein Prosecco nehmen und natürlich eine von diesen feinen Süßigkeiten noch dazu schnausen. Und genau das hat jetzt Barbara und Siona gemacht mit ihren beiden Kindern, der Nadja, die 6 ist, und der Tim ist 9. Barbara, wie findest du es bis jetzt? Sehr lässig, ich finde es eine ganz schöne Bibliothek. Und das Spezielle ist, es gibt nicht nur etwas für die Erwachsenen, sondern eben auch für die Kinder. Und zwar hat es ja noch eine Kinderecke. Und das Coole finde ich, dass die Kinder eben auch nicht müssen mal zecheln müssen, so wie die Hause in der Küche abends, wenn sie die Süßigkeiten aus dem Münken holen, sondern sie können eben auch ganz unten, also quasi am Boden unten, sind all die Bücher schön versorgt. Wie findest du so diese Ecke dort? Oder was ist das Praktischste an dem? Ich finde es schön, dass die Kinder ihre Ecke haben, dann dürfen sie auch mal reden, ohne dass die Erwachsenen, die irgendein Buch lesen und ihre Ruhe wollen, gestört werden. Und das finde ich extrem schön an dieser Bibliothek. Wenn du jetzt abends so in eine Stadtbibliothek gehst, jetzt wie hier zu Rappi, welche Ecke oder wo findet man dich abends? Ich bin der Biografie, bin ich am liebsten. Und oder welche bist du gerade am Lesen? Im Moment kenne ich. Oder hast du vielleicht das letzte vielleicht noch? Das ist keine Biografie, aber Shades of Grey habe ich gelesen. Oh, ein Klassiker. Sehr schön. Und wie hast du es gefunden? Das habe ich noch vor mir. Also ich bin noch nicht ganz fertig, aber es ist ein gutes Buch. Es lohnt sich auf alle Fälle. Und genau so haben wir jetzt auch noch musikalische Unterstützung. Wir haben Sunrise Avenue aus Finnland für euch parat mit Live 7. Für wer sind die Grüße? Grüße für meine Mami, die uns von Bern ist angereist. Und für meine ganze Familie. Dann freuen wir uns natürlich drauf. Viel, viel Spass. Danke vielmals. Hi, here is Samuel from Sunrise Avenue and you are listening to Radio Zürichsee with Alexandra Stussi. Zürichsee Vocal. Es schmeckt nach Holz, frisch angestrichene Wände und feinem Süßgebäck. Wunschkonzert noch eine Stunde hier bei Radio Zürichsee in der Stadtbibliothek zu Rapperswil mit mir am Mikrofon und Alexander Stüssi. Und wir gehen übrigens im Duft nach, woher das die feinen Gipfel und Schokigipfel und feinen Müsli schmecken. Weep for yourself, my man, you'll never be what is in your heart. Ich habe vor mir eine Glasvitrine gesehen, hier einen Haufen Erdbeertörtchen. Da hat es noch Schokimus, es hat Zwetschgen und Rhabarberen und Äpfelwehen. Und ich bin richtig schwierig zum Zurückheben hier, neben mir Moni von der Bäckerei Wick zu Rapperswil, hier in der alten Fabrik. Heute ist der Tag von der offenen Tür in der Stadtbibliothek. Und morgen übrigens auch, vom 10 Uhr mal bis um 5 Uhr könnt ihr vorbeikommen. Moni, ein Kaffee hier mitten in der Stadtbibliothek. Eine wunderschöne Idee. Ich finde das etwas vom Schönsten, wenn man die Möglichkeit hat, in die Bücher hineinzuschauen, sich inspirieren zu lassen, nebenbei noch ein Prosecco oder ein Kaffee. Wie ist es dazu gekommen? Ja, wir sind angefragt worden von der Stadt und haben dann einmal die Pläne gesehen und alles durch den Kopf gehen lassen. Wir haben es geplant. Und ja, es hat uns überzeugt. Es ist herrlich, wunderschön, hell, also freundliche Atmosphäre, so wie wir es uns eigentlich vorgestellt haben. Und vor allem, es ist mal etwas anderes. Man kommt quasi einmal aus dem Laden oder aus der Bäckerei raus, oder? Und hat gleichzeitig auch noch ein bisschen einen anderen Kundenkontakt. Es ist noch ein anderes Publikum, das auch da dann quasi drauf trifft. Jetzt, ich habe es vorhin schon zwei, drei Sachen so ein bisschen probiert, es lustig zu machen und aufzuzählen. Was kommt mir jetzt aber alles bei euch über? Wir haben ja ein riesiges Angebot da. Ja, es ist einerseits riesig und gleich im Vergleich zu einer Bäckerei halt auf ein Bistro ausgerichtet. Also in dem Sinne, ja, wenn wir auf die, Snacks gehen, auf Weihen und gleich etwas Süßes, also zum Kaffee oder zum Tee anbieten. Was speziell ist vielleicht am Mittag, dass wir eine Küche haben da, also einfach auf einfache Küche, aber frisch zubereitet vor Ort, leichte Küche, ja. Das ist mal schön, da hat man auch mal eine andere Abwechslungsmöglichkeit. Wobei, Rapperswil bietet so einen Haufen Sachen an, natürlich. Aber eben speziell halt in der Stadtbibliothek, dass man da auch noch etwas kann schnausen kann. Jetzt, etwas ganz Spezielles haben die da auch noch im Angebot. Und zwar, der Raum, hast du es vorhin schon gesagt, ist gross, es ist hell. Es lädt auch ein für einen speziellen Anlass. Was hat man für Möglichkeiten, dass man da kann vielleicht viermal oder so mit reinnehmen?
Also was speziell ist, ist, wir können den Hochzeitsapparat hier rein machen. Wir haben gestern ja die Eröffnungs-Catering gehabt. Das war Hammer gewesen. Also es ist wirklich, es kommt auch gut über. Der Raum ist sensationell. Und das hat mir ja, das Rappi vermisst mir ja das ein bisschen, dass man auch die Möglichkeit hat, nach dem Hochzeit den Apparat reinzunehmen. Oh ja, ist in dieser schönen Lage natürlich. Ist top. Jetzt, wir sind vorhin auch schon mal so ein bisschen virtuell, haben wir einen Rundgang gemacht. Wir hatten den Ecken für die Erwachsenen mit den Haufen Büchern und Literarsachen. Jetzt hat man aber auch die Möglichkeit, dass man noch für die Kleinen etwas, einen kleinen Lesecken quasi eingerichtet hat. Und natürlich auch noch selber auch dort noch eine Ecke zum Lesen. Welcher Ort fällt jetzt dir da besonders? Wir da bei, also ganz, vor allem jetzt unten bei unserem Kaffee, wo das Licht oben runterkommt, einfach die Lichthelligkeit, das gefällt mir sehr gut. Jetzt haben wir natürlich auch noch Musik für dich parat. Und zwar haben wir die Toten Hosen. An Tagen wie diese, an wer gehen deine Grüße? Meine Grüße gehen an das ganze Team von der Bäckerei Wick. Ich möchte mich bedanken, dass das ja, ist ein Einsatz von allen Leuten ist, bis so etwas entsteht. Super, danke dir vielmals, Monika, hier bei der Bäckerei Wick. Kommt vorbei, noch bis um 3 haben wir Musikwunsch für euch parat. Ich warte seit Wochen. Wir sind hier in der Alten Fabrik, respektive in der Stadtbibliothek, wo heute der Tag der offenen Türen ist. Noch bis heute Abend um 5 Uhr könnt ihr vorbeikommen oder dann halt, wenn ihr keine Zeit mehr habt. Morgen ist ebenfalls nochmal der Tag der offenen Tür von 10 Uhr bis um 5 Uhr. Und heute, um 3 Uhr am Nachmittag, kommt ganz eine spezielle Kandidatin. Und zwar ist sie eine, die nur so mit einem Haufen Wörtchen um sich schmeißt. Wechseln Sie täglich die Unterhosen. Auch die Socken wechseln Sie bitte öfters. Wechseln Sie Ihre Autoreifen jedes halbe Jahr der Saison entsprechend. Die Zahnbürste alle 2 Monate. Sind Sie in der SVP, wechseln Sie zeitgleich zur Zahnbürste auch Ihre Meinung. Wechseln Sie, aber wechseln Sie vorsichtig. Sonst verwechseln Sie beim Wechseln und Sie wechseln, was Sie gar nie wechseln wollten. Die Laura Stohl kommt aus Schaffhausen und ist heute Nachmittag da. Gibt sie in der Stadtbibliothek zu Rapperswil eine Vorstellung, respektive eine Lesung zur Eröffnung, und zwar eine Slam-Poetry-Lesung, und die heisst «Im Krisengebiet». Also wenn ihr Lara Stohl sehen wollt, sicher sehenswert, könnt ihr heute Nachmittag hier um 3 Uhr vorbeikommen und auch noch eure Musikwünsche bis dann bei uns deponieren. Und jetzt haben wir für euch Madonna parat mit Music. Hey, Mr. DJ. Radio Zürich. Zürichsee, WUKO. Wir sind hier in der Stadtbibliothek, in der Alten Fabrik, zu Rapperswil-Jona. Man merkt, es hat schon einen richtigen Lärmpegel, einen Haufen Leute hier im Hintergrund. Neben mir, zur Linken, steht der Thomas Rüegg, er ist der Stadtrat und Schulpräsident von Rapperswil-Jona. Mit Glück und guten Leuten ist die alte Fabrik jetzt hier umgemodelt worden. Und heute ist es jetzt die neue Stadtbibliothek, wo wir die Eröffnung, respektive Tag der offenen Tür, feiern. Was ist so ein bisschen die Vision von dem Ganzen? Super schön. Jetzt so viele Leute, junge, alte, derige, die Interesse haben, hier Kaffee oder Bücher zu erleben und die Ausstellung zu besuchen, miteinander schwätzen, sich niederlassen. Genau das habe ich mir im Idealfall vorgestellt. Das findet heute statt. Wir spüren es, die Leute kommen hin und geniessen es. Super. Und das Bistro ist auch voll da von der Bäckerei Wick. Also, ihr habt hier einen guten Kandidaten ausgesucht, der effektiv da sich jetzt eingenistet hat und hier feine Sachen verteilt. Welche Literaturecke ist so ein bisschen dein Liebling? Nein, ich muss dir zuerst sagen, Moni Wick und der Mike, die habe ich zuerst müssen überzeugen. Die haben gemeint, es gäbe da keine Gäste. Und jetzt haben sie Full House. Die sind ja auch happy, oder? Ja, der schönste Ecke ist, ich kann es leider nicht mehr so voll auskosten, dort, wo die Kinder hochkrabbeln. Ich bin also jetzt heute schon zweimal da oben gewesen. Auf der Bühne haben zwar den Kopf angeschlagen, aber dort chillen und absitzen, wunderbar. Ist mein Lieblingsecke im Moment. Und das Schöne ist ja auch die ganze Geschichte. Die ist ja nicht einfach so von 0 auf 100 entstanden, sondern die hat richtig eine schöne Hintergrundgeschichte. Was ist das genau? So schön, also im Stadtrat der Walti Domise, damals der Stadtpräsident von Rapperswil, und ich, wir haben einmal so ein bisschen gefantasiert, gedacht, die alte Fabrik, die wäre gut. Wir haben es in den Stiftungsrat reingetragen und dann die schönste Begegnung, oder? Wir sind zur Frau Trude Gebert, jemand hat uns hinbegleitet. Wir haben ihr das erklärt. Frau Gebert, in dieser alten Fabrik Bücher mit Menschen, Kind und Erwachsene. Sie hat zugelassen, sie hat noch eine Frage gestellt und dann hat sie gesagt, ja freilich, mach doch das. Wir haben uns angeschaut und gedacht, jetzt müssen wir noch viel erklären. Dann hat sie nochmal gesagt, mach doch das. Und so ist es geblieben. Das war der Impuls für die wunderbare Geschichte.
Und das Schöne ist auch, passt jetzt gerade so musikalisch Blue Eyes vom Elton John, Thomas Rüegg. Für wen ist der Song gewidmet? Ja, ich liebe einfach den Elton John. Ich finde, er kommt so gut rüber. Wenn es irgendwie geht, ich würde ihn, glaube ich, in St. Gallen dann besuchen. Bin mal mit einer jungen Generation in New York hingegangen. Die junge Generation hat eigentlich gefunden, ich geht. Sie sind nicht mehr im Alter von Elton John. Am Schluss sind sie hin und weg von dieser Stimmung, die er verbreitet. Wir drehen jetzt ganz laut auf hier, der Stadtbibliothek Zroppi. Baby's got blue eyes. Radio Zürichsee. Zürichsee, Vuko. Das Wunschkonzert hier bei Radio Zürichsee in der alten Fabrik heute, in der Stadtbibliothek, die den Tag von der offenen Tür hat. Noch bis heute Abend um 5 Uhr können wir vorbeikommen, respektive dann auch morgen nochmal von 10 Uhr bis um 5 Uhr. Und neben mir habe ich jetzt ganz eine ganz besondere Person. Sie ist eine, die richtig gut mit Wörtern umgehen kann. Und das ist Lara Stoll, 26, aus dem Thurgau, wohnt momentan in Zürich. Und dann jetzt um 3 hat sie nachher dann hier eine Lesung, und zwar eine Slam Poetry Lesung. Und die heisst «Im Krisengebiet». Lara, was geht's genau? Was hast du denn so zu erzählen? Es sind eigentlich ganz normale Slam-Texte, wie man sie kennt, aneinandergereiht und mit ein bisschen Hanebüchen-Überleitungen. Aber grundsätzlich sind es erste Weltprobleme, die ich ein bisschen behandle. Man redet ja viel über Krim und über irgendwie Abstimmungsresultate. Und ja, ich habe gedacht, als gesundes Gegensteuer ein bisschen Problem, wo der Herr und Frau Schweizer auch sehr direkt betrifft, dass da geht es um Essen, da geht es um Alter, ja, und ganz viel um Bäume und Natur. Und wie naturverbunden bist denn du eigentlich so? Ich bin ein bisschen traumatisiert noch aus meiner Kindheit. Ich bin in einem totalen Kaff aufgewachsen, 150 Einwohner, mehr Katzen wie Menschen. Und darum, also das ist sehr idyllisch natürlich, aber jetzt bin ich irgendwie am Nachholen in der Stadt und darum treibt es mich jetzt einmal eher selten noch in die Natur raus. Aber wenn, dann genieße ich es natürlich schon. Jetzt ist gerade das Vollfleisch sozusagen in der Stadt Zürich in dem Fall, oder? Ich habe jetzt so nach bald 2 Jahren doch eingelebt. Ich habe auch seit ich noch in Winter gewohnt. Es hat auch gut als Übergangsstation. Mittlerweile fühle ich mich ganz gut im Grossstadtdschungel. Wenn du mal ein Buch in die Hand nimmst, sei es in der Ferie oder überhaupt mal sonst irgendwann unterwegs im Zug oder so, was ist das genau? Hey, ich bin gar nicht so die Leserin. Ich würde dann, glaube ich, eher irgendwie meinen Kompi aufschlagen und mir irgendwie ein paar Filme ziehen. Ja, doch, wirklich lieber. Kommt mir da auch über in der Stadtbibliothek natürlich. Kann man auch das auch auslehnen? Zum Beispiel, genau. Jetzt haben wir hier natürlich auch noch eine Kinderecke, die extrem cool gemacht ist, mit einer kleinen Kinderburg sozusagen. Was hast du als Kind am liebsten gelesen? Ich bin so lustige Taschenbücher, Lucky Luke und so. So ein bisschen die Schiene habe ich immer gerne gehabt. Und Comics natürlich. Eine riesige Leserratte gewesen. Wie ist das bei dir? Ich bin total ein Rössli-Mädchen gewesen. Voll abgegangen, sobald ich nur das Pony gesehen habe. Dementsprechend in der Bibliothek alle Rössli-Bücher hoch und runter gelesen. Und sonst nicht viel. Nein, wirklich. Also sehr beschränkte Bücherauswahl hatte ich. Ja, es hat mich ja doch noch so ein bisschen geschichtliche Sachen habe ich dann doch auch noch viel gelesen, aber sonst ist das leider ein schmaler Horizont bei mir. Gut, Wendy lässt grüßen, die ist genau. Auch total cool. Ja, mein Freund kauft es mir ab und zu noch und dann werde ich ganz nostalgisch. Sehr schön. Liebe Lara, ich wünsche natürlich jetzt eine gute Vorbereitung noch. Toi, 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 auch nachher bei deiner Präsentation. Und von uns ist das jetzt schon wieder gewesen. Wir haben natürlich auch noch jetzt einen kleinen Musikwunsch da parat. Neil Young, Heart of Gold. Vielleicht noch Lara, für wer gehen deine Grüße? Was grüssen darf ich noch? So gut. Ja, dann natürlich die Mami und der Papi und der Brüder und mein Freund und seine Mutter und Pia. Super. Und ich sage Tschüss, wünsche euch natürlich ganz einen schönen Nachmittag noch. Und bei uns haben wir am 5 vor die nächste News. Ab dann erwartet euch auch noch Music Trends mit neuesten Perlen hier bei uns vom Roger Rinner. Am Mic war Alexander Stüssi.